Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja hier dieses interessante Testgelände entdeckt. So, und jetzt habe ich mal was vor. Und zwar schauen wir uns erstmal nach einem anderen Fahrzeug um. Denn ich habe mir überlegt, ich mache mir so eine Challenge, wo wir einfach mit verschiedenen Fahrzeugen von sehr geländegängig bis nicht mehr ganz so geländegängig anfangen. Und wenn wir mal hier oben anfangen, dann würde ich mal sagen, ist das hier natürlich so mit das geländegängigste, was wir so finden von hier oben. Aber es soll natürlich auch performance-technisch immer Spitzenklasse sein. Was haben wir hier? 242 PS, 167 PS, 116, und da wird es dann weniger. Also würde ich mal sagen, wir probieren doch mal den Stambeco aus. So. Ja, als Weg habe ich mir überlegt, vielleicht einmal. Oha. So, was ist das denn hier? Okay. Naja, ob der wirklich schnell ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber dann schauen wir doch mal. Hier durchs Gras. Ohne Probleme. Oh, wir sind ja noch gar nicht. Da ist ja noch was. Matsch auch kein Ding. So, hier haben wir Sand. Mal schauen. Hier ist, was ist das, Schnee? Was ist das hier? Das ist Eis, oder? Ja, das ist Eis. Okay, gut. Ich sehe schon. Ja, das ist Eis. Okay, coole Sache. Nur kommt man da schwer wieder runter. Gut. Also, das haben wir erledigt. So, dann hier nochmal drüber. Da sind wir eigentlich schon, aber egal. Fahren wir nochmal. Federung können wir mal anschauen. Hier durch den Matsch. Auch cool. So, ohne Probleme natürlich. Ich hätte mir auch nichts anderes gedacht. Hier haben wir Sand. Und hier kommt das Geröll. Ja. Ohne irgendwelches Murren. So, was haben wir dann hier noch? Ist das hier Marmor? Nee, einfach Asphalt wahrscheinlich, Beton. Dann hier irgendwelche Platten. Und okay, ziemlich tiefes Wasser. Okay, dann lassen wir das vielleicht mal aus. Hier mal nochmal mit das Gestein heizen. Ja. Klar, mit so einem Fahrzeug. So, aber dann testen wir mal hier den Anstieg. Und zwar dann quasi einfach mal immer von hier. So, und Vollgas. Das hier scheint mir irgendwie Sand zu sein. Wir fahren einfach mal Vollgas. Oder obwohl, nee, wir fahren von hier Vollgas.
Also, angefangen bei 0 Grad, Vollgas. Bis 50% oder 50 Grad. Aber der hat ja zuschaltbare Dinge. So, da machen wir zu. Front und Rear machen wir zu und die machen wir auf Low. Und dann schauen wir doch mal. Ja, jetzt sieht die Sache gleich ganz anders aus. Aber hoch kommt er trotzdem nicht. Aber über 50 Grad. Vielleicht werden wir langsam anfahren. Nee. Dreht zu stark durch. Okay. Synchronisationsschaden, was? So, hier haben wir irgendwelchen Matsch. Schauen wir mal. Also zumindest auch die 50 Grad. So, hier haben wir Sand oder so. Okay, vielleicht sollte ich manuell fahren. Oh. Upsi. Ja. So, da steht er wieder. Ich mach die Gearbox mal auf manuell. So, Eingang zurück. Auf 1. Fahren. Ja. So, lassen wir mal auf 1. Mal schauen. Im Begrenzer. Okay, ab hier dreht er durch. Ab 40 Grad. Dann werden wir dann hochschalten. Zweiter, dritter, vierter, fünfter, okay, fünfter, packte gar nicht. Gut, machen wir wieder auf Arcade. So, was haben wir hier? Achso, da waren wir schon. Dann halt hier auf Gras. Ja, funktioniert auch nicht so wirklich. Ups. Okay, gut. Das war's dann auch mit dem. Ah, wir versuchen was anderes. Der ist irgendwie doof. Der ist auch so langsam. Und das ist ja, ja, das ist ja für Offroad gedacht, das Ding. Also, das ist irgendwie. Aber was haben wir hier? Aha, aha. Was ist das denn? Backroom Monster, okay. Mhm, mhm, mhm. Ja. 715 PS. Wollen wir doch den mal anschauen. Ich meine, sowas kann sich auch kein Mensch leisten, aber... Ja. Gut, hier wird das ganze Zeug hier drüber bügeln. Das ist ja auch irgendwie witzlos. Aber dann fangen wir da drüben an. Hier haben wir Eis. Hä, der hat nicht mal Allrad? Okay. Der hat noch nicht mal Allrad. So, was haben wir hier? Asphalt, schätze ich mal. Okay. Das sieht schon anders aus. Ist 60 Grad hoch.
So, was haben wir hier? Auch irgendwie ein Beton. Ja, bis nach oben, kein Problem. So, die Bremswirkung müssen wir eigentlich dann auch testen. So, hier wird es ein bisschen steiniger. Na, ohne Anlauf ist schwierig. Man rutscht halt extrem weg. So, einmal auf Gras. Den guten Rasen. Ist auch kein Hochkommen möglich. Und dann Sand. Ja, das ist kein so ein akkurater Test hier. Vor allem, weil diese Streifen nur so dünn sind. Und hier haben wir auch schön Matsch. Aber ist auch irgendwie witzlos, wenn er noch nicht mal Allrad hat. Kommt da ganz gut hoch. So, dann würde ich sagen, wir testen mal die Bremse. Ich mach's anders. So. Mist, nicht ganz hochgekommen. Ich habe mich nicht getraut, so viel Gas zu geben. Oh, oh. Okay, ich gehe mal darüber. Zum Asphalt. Mal Reifen schön warm machen. So. Also oben sind wir schon mal. Oh oh. Eieiei. Upsi. Naja. Gut, das ist auch nicht. Das ist auch irgendwie nicht richtig. Was haben wir denn hier? Wir schauen mal an einem ganz normalen. Aber vielleicht Allrad. Steht das hier irgendwo? Ja, hier, 4-Wheel Drive. 181 PS. Ja, nehmen wir einfach mal den. Ich will auch ein bisschen was sehen hier. So, erstmal hier übers Eis. Schlamm. Macht er eigentlich auch relativ gut. Und das Gras auch ohne Probleme. Aber Allrad ist noch nicht an.
4-Wheel Drive. So. Ja, ein bisschen härteres Terrain. Aber so wie es aussieht. Achso, hier ist noch Sand. Ah ja. Okay, das ist irgendwie doch. Ich hab's mir irgendwie spannender vorgestellt. Ich hab's mir irgendwie spannender vorgestellt, tatsächlich. Vor allem da jetzt mit denen da allen hochfahren und irgendwie überall immer hängen bleiben, ist ja auch okay. So, wir schauen einfach mal, was haben wir hier drin. Aber da ist mir die Karre eigentlich zu langsam. Standardladen. Hat er gemacht, wunderbar. So, ESC machen wir gleich mal aus. Und die Rekuperation machen wir auch aus. So. Okay, was haben wir hier? Was ist das hier? Eine Steilwandkurve. Okay, interessant. Nochmal eine. Und hier nochmal eine. Klötze durch. Okay, dafür ist er eigentlich sogar schon zu langsam, wie wir sehen. Da bräuchten wir so ein Übermonster. Aber irgendwie lustig hier. Kurve zu fahren. Und was passiert, wenn man hier so hochfährt? Oh. Alles gut. Gar nichts passiert. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn hier oben? Oh. Ui. Okay. Kann ich hier mal schauen, was wir hier für Spielplätze haben? Da ist so eine Driftplatte. Das sind die ganzen Steilwandkurven. Da sind wir durchgefahren durch das Zeug. Das hier, keine Ahnung, was das ist. So ein Trail Park wahrscheinlich. Das hier ist ein Runddingens. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Das hier. Fahrwerkstest. Okay. Kopfsteinpflaster. Oder kann man eigentlich von hier? Vom Dragstrip aus. Ich setze den mal hier hin. Dann schauen wir mal. Fahren wir mal in der Lane. Was haben wir hier?
auch so Kopfsteinpflasterzeug, so aus Laufzone. Ja, Landung. Oh, ob die so sauber wird. Okay. Auf dem Podest gelandet. Aber er fährt noch. Er ist noch unten. Okay, aber er fährt irgendwie nicht mehr so wirklich geradeaus. So. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal eine kleine Folgenpause. Ist ja doch ein bisschen anders gelaufen jetzt, als ich dachte. Aber dann schauen wir mal hier dieses Fahrwerks, den Fahrwerkstest. Der könnte, glaube ich, ganz lustig ausfallen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Time to play hier bei BeamNG Drive. Und bis dahin, macht's mir gut. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne auf Abonnieren drücken. Bis dahin, tschüss.